Hallo und willkommen zu Signal und Systeme, die 12. Ausgabe. Heute schauen wir uns weiter an, was passiert, wenn wir periodische Signale in ein System reinschicken. Und wir wollen das ein bisschen abstrahieren, ein bisschen auf eine höhere Warte heben. Und das wird uns dann zu einem Bode-Diagramm bringen. Also versuchen wir mal, das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen. Was wir letztes Mal gesehen haben, war, ich brauche die Übertragungsfunktion und ich setze da I Omega ein und dann sagen wir Betrag und Phasenwinkel, was für eine periodische Signalantwort ich aus meinem System bekomme. Ja, also der Betrag, der sagt mir dann was über die Amplitude von dem Sinus oder Cosinus, der dann rauskommt, und der Phasenwinkel sagt mir natürlich was über die Phase aus. Und wir können das rechnen und das war natürlich wesentlich anschaulicher und einfacher als das Ganze mit Laplace zu machen. Heute wollen wir das Ganze ja noch mal ein bisschen verfeinern. Wir werden es im logarithmischen Bereich anschauen. Das wird uns zum Bode führen, also noch mal eine Vereinfachung. Was passiert denn eigentlich, wenn wir sagen wir mal, wir haben so eine Übertragungsfunktion, die hat nur eine einzige Nullstelle bei s gleich minus 1. Was passiert bei der, wenn wir jetzt hier I Omega einsetzen und dann Betrag und Winkel berechnen? Also wir bauen das jetzt mal für Nullstellen und Polstellen nach und nach auf und dann können wir es hinterher wieder zusammensetzen, das ist der Plan. Okay, also die Nullstelle, die ist hier, ja, Nullstelle s gleich minus 1 auf der reellen Achse. Und wenn ich jetzt I Omega einsetze, dann habe ich ja, ich kann es noch mal kurz hinschreiben, dann habe ich ja I Omega plus 1. Ja, das ist dann mein g von I Omega. Und ja, da gehe ich ja im Prinzip, der Realteil ist die 1. Ja, das ist mir, oh, nicht mehr Doppel-R. Das ist mein Realteil und mein Imaginärteil ist Omega. Also das ist im Prinzip ein Vektor, der geht 1 nach rechts und Omega nach oben. Das können wir genau darstellen, indem wir, ich schaue mal ein bisschen näher ran, indem wir hier den Omega oder I Omega auf der imaginären Achse als blauen Kreis zeichnen und dann G von I Omega ist im Prinzip der Pfeil, der Vektor von der Nullstelle zu unserem I Omega Kreis, also im Prinzip vom grünen Kreis zum blauen Kreis, der Pfeil. Das ist g von I Omega. Mehr nicht. Und ich kann jetzt natürlich sagen, was ist denn der Betrag von g I Omega? Das ist einfach die Länge von diesem Pfeil. Und der Winkel von g I Omega, das was wir letztes Mal gerechnet haben, das ist nichts anderes als dieser Winkel zur Horizontalen. Also Winkel zur reellen Achse. Also wir haben anschaulich, sehen wir jetzt sofort, ja, wo wir sind. Jetzt haben wir mal ein Beispiel, haben wir Omega ist 1/2, also I halbe, das sind irgendwie so 0,08 Hertz, weil der Faktor 2 Pi noch mit drin steckt. Ja, das sehe ich, wir haben ja eine Länge von unter 1, ja, irgendwie so Größenordnung 1/2 und ein Winkel, der wird so vielleicht bei 30 Grad liegen, Pi Sechstel. Wir können es mal berechnen. Genau. Dann sehen wir,
Das passt so überein. Die Länge, die habe ich noch ein bisschen falsch geschätzt, denn genau hier ist ja schon die minus 2, also ist doch ein bisschen länger, weil hier ist ja die minus 1. Also der Pfeil ist ungefähr 1 lang und der Winkel, ja, Pi Sechstel passt ganz gut. Pi so 3 ungefähr durch 6 ist ungefähr ein halber, also das passt. Und das können wir jetzt für verschiedene Omegas wiederholen. Also jetzt machen wir mal, jetzt erhöhen wir mal Omega auf 2. Was passiert? Also hier ist wieder I Omega, ist gleich 2i, weil Omega gleich 2 ist. Im Prinzip der blaue Kreis ist einfach hier die Achse hochgewandert. Und alles, was wir jetzt machen, ist natürlich wieder nur, wir sagen, fragen, wie lange ist dieser Pfeil von grün zu blau? Und welchen Winkel hat er hier? Und die Länge ist natürlich jetzt, naja, wir müssen 1 nach rechts und 2 nach oben. Die ist ein bisschen größer als 2. Und der Winkel, der, ja, geht in Richtung 90 Grad. Machen wir noch ein Beispiel. Und da haben wir jetzt Omega gleich 4. Also I Omega gleich 4i. Jetzt ist der blaue Pfeil, der blaue Kreis noch weiter nach oben und wieder, ja, berechnen wir eigentlich nur die Länge und den Winkel. Und jetzt ist halt überhaupt nicht überraschend, 1 nach rechts, 4 nach oben, dass die Länge ungefähr 4 ist und der Winkel, der nähert sich 90 Grad. 90 Grad ist Pi halbe, also 1,5 ungefähr. Und diese Werte, die wir hier ausrechnen, die habe ich jetzt auch immer in ein Diagramm eingetragen. Jetzt schauen wir uns mal die Diagramme hier unten an. Also hier haben wir das Diagramm Betrag von g Omega. Natürlich ist es so, wenn wir 1 nach rechts gehen und Omega sehr groß ist, dann macht dieses 1 nach rechts fast keinen Unterschied mehr. Also für große Omegas, also 6 nach oben, da ist die Länge vom Pfeil auch ungefähr 6 oder 4 nach oben ist die Länge vom Pfeil ungefähr 4. Diesen einen Schritt nach rechts, der spielt erst dann eine Rolle, wenn Omega klein wird. Und zwar im Extremfall ist Omega gleich 0. Also in dem Fall wäre ja der Kreis hier, dann wäre der Pfeil, der würde einfach hier nach rechts gehen. Ja, einen Schritt nach rechts. Also hier bekommen wir dann diesen Effekt, diese Rundung und die minimale Länge ist 1 bei Omega gleich 0. Und dann geht es asymptotisch hier in diese Gerade über. Wie schaut es aus mit dem Winkel? Naja, bei Omega gleich 0 sind wir bei 0 Grad, horizontaler Pfeil. Und dann, je weiter Omega nach oben wandert, desto näher kommen wir hier an die 90 Grad dran. Am Anfang ändert sich dann noch relativ viel. Ja, der Winkel ändert sich stark. Und später mal, wenn wir von der 4 auf die 6 gehen, da, ja, da ändert sich der Winkel kaum noch. Also darum wird es ja asymptotisch relativ flach. Gut, so sehen diese beiden Diagramme aus von Betrag und Winkel. Das sieht jetzt noch nicht so besonders einfach aus, um sich da irgendwas zu merken oder das irgendwie zu vereinfachen. Drum wollen wir das Ganze mal logarithmisch darstellen. Also ich habe hier wieder die Originalbilder oben, so wie wir sie gerade geplottet hatten. Und ich habe sie jetzt mal logarithmisch dargestellt. Und zwar die Frequenz Omega ist logarithmisch. Also hier haben wir Omega gleich 1, Omega gleich 10, Omega gleich 100. Und hier Omega gleich 0,1, 0,01. Ja, das ist Omega. Und den Betrag von GI Omega, den stelle ich auch logarithmisch dar. Der ist hier 1 und hier habe ich schon 100. Ja, hier zwischen,
Da wäre noch die 10er-Linie und hier ist 0,01. Wenn ich das so mache, dann wird aus diesem Diagramm oben, wird im Prinzip eines, das, ja, mal grob gesagt so aussieht, ich habe hier eine horizontale Linie, die von links reinkommt, dann habe ich hier einen Knick und dann steigt die Linie an mit Steigung 1. Und auf der rechten Seite beim Winkel, da ist es so, da haben wir jetzt den Winkel tragen wir ganz normal an, zwischen 0 und Pi halbe. Am Anfang, ja, bei kleinen Omegas, da ist der Winkel fast immer 0. Da sind wir sehr flach. Dann irgendwann fängt der Winkel an zu steigen. Ich habe das gestrichelt gezeichnet. Also es ist nur so eine S-Kurve, aber wir könnten idealisiert, könnten wir sagen, hier so ab 10 hoch minus 1, da geht es nach oben. Und ab 10 hoch 1, dann sind wir fast bei 90 Grad, dann wird es wieder flach. Ja, das wäre jetzt so die Vereinfachung. Und das wollen wir uns merken, das ist die Idee vom Bode. Wir stilisieren diese Kurven hier, diese logarithmischen Darstellungen, in, ja, machen eine einfache Form draus. Also wir haben bei einer Nullstelle haben wir eine horizontale Linie für Betrag von g. Also für Betrag von g haben wir eine horizontale Linie und zwar die startet hier bei Betrag von n. Also wenn wir hatten ja s plus 1, ja, dann ist diese 1, das ist unsere Nullstelle, ja? Oder die ist bei minus 1 die Nullstelle. Nullstelle bei minus 1, dann ist der Betrag davon ist 1. Dann starten wir hier natürlich auch bei 1. Ja? Hier kommt das Ganze rein. Das ist die Länge vom Pfeil, wenn er horizontal ist. Und das bleibt so lange flach, bis wir bei Omega gleich n sind. Also ungefähr da, wo wir einen 45-Grad-Winkel haben. Ab da fängt es dann an zu steigen, das Ganze, und zwar linear in diese asymptotische Linearität zu gehen. Und da haben wir dann jetzt hier die Gerade mit Steigung 1. Also 1, 2, 3 Punkte, die den kompletten Graphen beschreiben. Bei dem Winkel, da machen wir was Ähnliches. Wir haben es gerade schon gesagt, also kleine Omegas haben wir 0 Grad, große Omegas haben wir 90 Grad. Und jetzt brauchen wir noch einen Übergang. Und wir wissen, wenn wir, schauen wir nochmal kurz rauf, wenn wir hier eine Frequenz von 1 hätten, also wir gehen 1 nach rechts, 1 nach oben, dann wären das hier 45 Grad. Ja? Und deswegen können wir sagen, genau bei Omega gleich Betrag von Nullstelle, da müssen wir hier genau bei Pi Viertel liegen. Und jetzt sagt man, okay, jetzt machen wir den Übergang von 0 auf 90 Grad. Und zwar starten wir eine Dekade früher. Hier. Da starten wir, gehen durch die 45 Grad und wir enden eine Dekade später. Also eine Dekade nach rechts und eine Dekade nach links. Und so haben wir unsere Form. Gut.
Jetzt machen wir das Gleiche mit der Polstelle. Ich habe einfach mal die Zahlen ein bisschen variiert. Also jetzt Polstelle. Hier Polstelle bei minus 2. Und jetzt können wir uns wieder fragen, was sind mein Betrag von GI Omega und der Winkel von GI Omega? Ja, wenn ich jetzt hier I Omega einsetze, also 1 durch I Omega plus 2, dann habe ich ja wieder, also im Nenner steht dieser Vektor hier, ne, von dem Minus, vom roten X zum I Omega-Kreis. Das ist der rote Vektor, das ist der Nenner. Und jetzt der Betrag von GI Omega ist ja 1 durch die Länge von diesem Vektor. Also G von I Omega oder Betrag von G ist 1 durch Länge Pfeil. Und beim Winkel ist es jetzt so, 1 durch können wir ja auch schreiben als hoch minus 1. Und wir können auch jede komplexe Zahl als e hoch i Argument von z schreiben. Und dann bekommen wir eben diese minus 1 in den Exponenten und wir bekommen einfach den negativen Winkel. Das heißt, der Winkel von g, das minus Winkel von dem Pfeil. Gut. Also es hat sich nicht viel verändert und wenn wir das jetzt für verschiedene I Omegas machen, wir machen jetzt mal I Omega gleich 2i, dann wird der Pfeil länger, ja, es geht hier rauf und der Winkel wird größer. Das bedeutet, ja, von unserer Länge, die Anfangslänge war ja 2, 2 nach rechts. Also sind wir hier bei 1/2 gestartet. Jetzt wird der Pfeil länger, also geht es etwas runter. Am Anfang ja, noch steiler und dann wird es immer flacher. Der Winkel, der ist genau gegenläufig. Wir sind bei 0 Grad gestartet und jetzt sind wir bei 45 Grad. Also müssen wir hier minus 45 Grad auftragen. Ja, minus Pi Viertel, weil es ja immer weil wir im Nenner sind, negativ ist. Und jetzt schauen wir uns noch eins an. Also, Pfeil wird noch länger, also geht unser Betrag von G noch weiter nach unten. Wenn asymptotisch geht er natürlich zu 0. Also, wenn die Länge des Pfeils nach unendlich läuft, geht der Betrag von G nach 0. Und der Winkel, der läuft, naja, wenn das hier nach 90 Grad geht, dann läuft der Winkel von G eben nach minus Pi halbe. Das ist der Asymptote. Also sehr ähnliches Verhalten. Und jetzt können wir uns das Ganze wieder logarithmisch anschauen. Der Betrag von G Omega, der sah ja relativ komplex aus. Das sieht ja fast so ein bisschen aus wie so eine Gauss-Kurve. Logarithmisch aber, wenn wir den darstellen, hat er auf einmal wieder sehr viel Ähnlichkeit mit der Nullstelle. Und zwar haben wir hier eine horizontale Linie wieder und die macht einfach einen Knick nach unten an der Stelle. Omega ist gleich Betrag von P. Und beim Winkel, da wissen wir, das ist einfach nur das gleiche in negativ. Also hier haben wir wieder genau diese Zickzackform. Und das hier ist die zentrale Frequenz. Omega ist gleich Betrag von P. Ja, und wir fangen eine Dekade vorher und später hören wir. Wir fangen eine Dekade vorher an und hören eine Dekade später auf. Ja, das können wir zusammenfassen. Also wir haben wieder den Einstieg horizontal. Und jetzt ist es so,
Der Einstieg hier ist 1 durch Betrag von P. Okay. Also da ist der Pfeil, geht nach rechts. Das kann man auch einfach so sehen, wenn ich hier diese Übertragungsfunktion habe und ich gehe zu ganz kleinen Omega, sagen wir Omega gleich 0 hier, dann setze ich ja 0 ein. Dann bekomme ich einfach nur 1/2. Also ich kann das Verhalten für kleine Omegas, das kann ich einfach durch Einsetzen bekommen. Ja, ich setze einfach für s gleich 0 ein und dann ist es relativ schnell sichtig, ja, da bekomme ich eben 1/2 in unserem Beispiel. Ja, und logarithmisch liegt 1/2 hier. Und dann passiert genau wieder das Gleiche. Ich habe einen Knick bei Omega gleich p-Betrag. Also jetzt wichtig, obwohl ja dieses Einstiegslevel hier links habe ich 1 durch p-Betrag. Die Frequenz ist bei Omega gleich p-Betrag. Also da ist nicht dieses 1 durch drin. Ne? Es geht nämlich genau wieder darum, um den Punkt, wo wir die 45 Grad passieren. Und dann macht das Ganze einen Knick nach unten mit Steigung minus 1. Gut, also sehr ähnlich. Steigung minus 1 ist neu und diese ja, 1 durch p-Betrag, der Einstiegslevel ist neu. Sonst sehr ähnlich zur Nullstelle. Der Winkel, da ist eigentlich nichts zu sagen. Der geht ja, ganz analog, nur eben nach unten anstatt nach oben. Gut, probieren wir es mal aus. Ich habe hier einmal den Betrag von GI Omega dargestellt und jetzt möchte ich gerne wissen, welche von den vier Übertragungsfunktionen gehört zu diesem Graphen? Genau. Ich denke, es haben alle gewusst. Nummer 2. Warum? Also wir sehen, erstmal stilisiert, der Knick, der ist ja hier bei c hoch 1. Also weiß ich, dass bei Frequenz 10 etwas passieren muss. Frequenz 10, da habe ich ja entweder nur den hier, s plus 10, oder hier diesen s plus 10. Also es kann nur zwischen 2 und 3 sich entscheiden. Und ich knicke nach unten, also es muss eine Polstelle sein. Ja, also die Steigung wird kleiner, also es muss eine Polstelle sein. Ja, was macht diese 10? Wir können noch mal schauen. Also bei einer Polstelle bei minus 10 hätte ich erwartet, dass ich hier eigentlich bei ein Zehntel einsteige. Ja, da wäre ja 1 durch Polstelle normalerweise. Jetzt ist es aber so, dass wir hier oben noch den Faktor 10 haben. Ich kann einfach mal probeweise sagen s gleich 0, dann sind wir bei ganz kleinen Omegas. Dann wird aus 10 durch s plus 10 wird ja 10 durch 10 ist 1. Ja, also 10 hoch 0. Das heißt, diese 10 hier oben im Zähler, die bewirkt einfach nur, dass wir das Ganze um Faktor 10 nach oben schieben. Oder also genau, mit Faktor 10 multiplizieren, also hier um eine Dekade nach oben schieben. Ansonsten bleibt die Form erhalten. Probieren wir gleich nochmal eins. Das hier ist der Winkel von G Omega. Zu welcher von diesen Übertragungsfunktionen passt er? Ja.
Ganz genau. Das haben auch wieder die meisten wahrscheinlich gewusst. Also ich sehe, wenn wir das Ganze wieder stilisieren. Also hier ist die zentrale Frequenz, Pi Viertel, das ist bei 10 hoch minus 1. Okay, das ist mein Knickpunkt. Und hier stilisiert habe ich diesen Übergang. So, jetzt brauche ich, also 0,1 muss vorkommen. Der kommt entweder hier vor in der 1 oder in der 4. 2 und 3 sind aus dem Rennen, der wäre die Pi Viertel an einer anderen Stelle. Und jetzt weiß ich, wir sind nach oben gegangen. Ja, also es geht nach oben, also habe ich eine Nullstelle. Also scheidet die 1 aus und es muss Nummer 4 sein. Machen wir ein letztes Beispiel. Jetzt habe ich die Funktion dargestellt, Betrag von g Omega, und ich hätte gern, dass ihr mir sagt, wie die Übertragungsfunktion lautet. Das war so ein bisschen anstrengender, aber ich denke, die meisten haben es auch geschafft. Also, was sehe ich hier? Es gibt ja eigentlich nur zwei Dinge, die mich interessieren. Also, was ganz klar ist, ich habe hier eine Steigung von plus 1. Das ist bei allen so. Das ist nicht weiter neu. Das Einzige, was mich interessiert, ist, hier ist der Knick. Und der ist bei Omega gleich 0,1. Das brauche ich. Und weil es eine Nullstelle ist, muss das gleich n-Betrag sein. Das ist das eine. Und dann habe ich hier, mein Einstieg ist bei 10 hoch minus 3. Also g-Betrag von 0 ist 10 hoch minus 3. So, jetzt ist relativ klar, also ich habe eine Nullstelle bei 0,1. Ich brauche diesen Term s plus 0,1. Der ist gesetzt. Wenn ich hier 0 einsetzen würde, wären wir bei 10 hoch minus 1, also bei 0,1. Da würden wir hier landen. So, wie komme ich jetzt meine zwei Dekaden nach unten auf 10 hoch minus 3? Naja, ich muss nochmal durch 100 teilen und fertig. Hervorragend. Das ist eigentlich auch schon das Herzstück des ganzen Themas Bode. Wir werden ja noch ein bisschen weiterarbeiten an dem Ganzen. Genau, das noch ein bisschen zusammensetzen für komplexere Systeme, aber das Größte haben wir schon geschafft. Also, bis gleich.